Hallo Kackbratzen. Habt ihr euch schon immer überlegt, wie es wäre, wenn man ein klassisches Dragon Quest oder Zelda nimmt und dies dann in eine Art Action-Survival-Horror-Rollenspiel verwandeln würde? Jetzt könnte man natürlich hergehen und behaupten, dass es mit Sweet Home, das von Capcom im Jahr 1989 für den Ur-Nintendo veröffentlicht wurde, bereits ein solches Spiel gibt. Aber was wäre, wenn Sweet Home gar nicht das erste Spiel seiner Art ist? Grundsätzlich wird immer wieder behauptet, dass das auf dem gleichnamigen Film basierte Survival-Horror-Rollenspiel, das auch die Vorlage zu Resident Evil war, möglicherweise das allererste Survival-Horror-Ding war, aber leider stimmt das nicht so ganz. Bereits 2 Jahre früher, also im Jahr 1987, veröffentlichte eine längst vergessene japanische Spielebutze namens Fun Project mit War of the Dead für MSX Heimcomputer bereits ein Spiel, das sich im Prinzip wie ein Dragon Quest spielt, aber einen Sack voll Horrorelemente beinhaltet, womit dieser Titel wohl das erste echte Action-Survival-Horror-Rollenspiel aller Zeiten war. 2 Jahre später kam auch ein Port für das PC Engine auf den Markt und es gab auch eine Version für PC 88 Systeme, die wohl die beste Version von allen ist. Das Schlimme an der PC Engine Version ist, dass sie 2 grundlegend spielbrechende Fehler beinhaltet, sowie ein absurdes Passwortsystem, womit eigentlich diese Version beinahe unspielbar ist. Zudem wurde die Pracht der Grafik im Gegensatz zur PC 88 Version extrem reduziert und man entnahm auch über die Hälfte der verfügbaren Gegner, darunter auch Zombies, was in einem Zombiespiel eigentlich komplett absurd ist. Allerdings gibt es für die PC Engine Version von War of the Dead seit dem Jahr 2017 dank eines Teams an Fan-Übersetzern das Spiel nicht nur in englischer Sprache, sondern man fixte endlich auch 2 spielbrechende Fehler, womit diese komplett vergessene Perle nun endlich wirklich für alle zugänglich sein sollte und wir uns in diesem Video daher uns diese Version anschauen. Aber erstmal alles der Reihe nach. Aufgrund einer Reihe mysteriöser Ereignisse ist die Stadt Chaney's Hill vom Rest der Welt abgeschnitten. Menschen sind plötzlich verschwunden und kannibalische Monster ziehen nun durch das Land und töten jeden, der ihnen in die Quere kommt. Die Protagonistin des Spiels ist Lila Arofon, das jüngste weibliche Mitglied des Supernatural in Special Weapon Attack Team, oder kurz S-Sweat. Sie wurde übrigens in der einst so beschaulichen Kleinstadt geboren, wo sie seltsame psychische Fähigkeiten entwickelte. Diese Kräfte ermöglichen es ihr, die Zerstörungskraft jeder Waffe zu erhöhen und ihre Verteidigungsfähigkeit erheblich zu steigern, was angesichts der Zombie-Apokalypse ein großer Vorteil ist. Lila schlüpft nun in den kürzesten Minirock, den sie finden konnte. Denn was eignet sich besser, um gegen eine Horde wilder Zombies zu kämpfen, als ein kleines weißes Ding, das gerade so die Kimme verdeckt, und untersucht nicht nur den mysteriösen und übernatürlichen Vorfall in ihrer Heimatstadt, sondern muss auch so viele Menschen wie möglich retten und sie zur Kirche der Stadt führen, die von einem gewissen Pfarrer Carpenter geführt wird. Lustigerweise ist dieser Name nicht die einzige Anspielung auf andere Größen des Horrorfilm-Genres. Mit von der Partie sind unter anderem auch Romero und Cronenberg. Und diese kleinen Anspielungen machen das Spiel zu einem goldigen kleinen Schatz, den leider in den letzten 30 Jahren kaum jemand mehr geborgen hat. Die Erkundungen erfolgen aus einer Vogelperspektive im Dragon Quest-Stil, wobei ein winziger Streit unserer Heldin ganz langsam über eine weitläufige, größtenteils leere Weltkarte stolpert. Die PC 88-Version hatte eine weitaus kleinere Karte, womit das Gameplay dichter war und man sich die Vergrößerung der Welt ohne Hinzugabe von neuen Ereignissen sich nur schwer erklären kann. Und das spiegelt sich auch in der Kleinstadt wider. Chaney's Hills besteht quasi nur aus einem Dutzend an kleineren Gebäuden, die jeweils durch kilometerlange Ödnis voneinander getrennt sind. Damit hier aber keine Langeweile aufkommt, hat man in das Spiel die typischen komplett zufälligen Feindbegegnungen eingebaut. Hier mutiert War of the Dead dann zu einem 2D-Side-Scroller-Action-Spiel, das ungefähr 4 Bildschirme lang ist. In dieser langgestreckten Arena muss nun unsere Heldin alle enthaltenen Feinde ausschalten, wobei man hier die Qual der Wahl hat. Entweder rammt man ihnen ein Messer zwischen die Rippen, oder man ballert aus vollen Rohren, was aber leider nicht wirklich optimal ist. Es gibt im Gegensatz zur PC 88-Version nicht unbegrenzt Munition. Alle Waffen, die wir in der PC Engine-Version aufgabeln, besitzen denselben Pool an Kugeln, was an sich ein sehr interessanter Ansatz ist, da man nicht für jede Waffe extra Munition suchen muss, die im ganzen Spiel ohnehin schwer zu finden ist. Um dieses System noch etwas interessanter zu gestalten, konsumiert jede Waffe einen unterschiedlichen Vorrat an Kugeln. So verbraucht eine kleine Handfeuerwaffe oder das Standardgewehr pro Schuss nur eine Kugel, während größere Wummen wie etwa die Schrotflinte gleich 9 Kugeln pro Schuss konsumieren. Grundsätzlich sollte man aber seine Munition für die wirklich großen Feinde aufsparen,
Auch wenn der Kampf nicht unbedingt ein Zuckerschlecken ist. Vor dem Kampf kann Layla auch ihre übersinnlichen Kräfte beschwören, um für kurze Zeit ihren Angriff und Verteidigung zu verstärken, was besonders bei Bosskämpfen ziemlich nützlich ist. Leider hat man es verpasst, dem Spiel irgendwelche visuellen Effekte zu verpassen, die einem zeigen, wie lange die Spezialkräfte überhaupt aktiv sind. Es blinkt also weder der Bildschirm wie etwa in einem Dragon Quest, noch gibt es irgendwelche Soundeffekte, was ehrlich gesagt ziemlich schade ist. Um das Spielerlebnis auf dem PC-Engine so schlimm wie möglich zu machen, bauten die Entwickler komplett neue Features ein. Es gibt nun auch keinen Tag- und Nachtwechsel mehr wie etwa in der PC-88-Version. Hier konnte man sich für 9 Spielstunden aufs Ohr hauen, womit sich die Lebensenergie wenigstens etwas erholte. In der PC-Engine-Version fehlt dieses Feature. Zudem hat man auch die Anzahl an Munition und Heilgegenständen, die man in der Welt finden kann, drastisch reduziert. Um das allerdings auszugleichen, lassen Gegner nun kleinere Munition und Gesundheitspakete fallen. Und wie bereits erwähnt, die PC-88-Version gab dem Spieler einen unendlichen Vorrat an Kugeln für seine Waffen. Gegner lassen nun auch Erfahrungspunkte fallen, was zu einem periodischen Levelaufstieg führt. Das ist unglaublich wichtig, da man zu Beginn seinen Feinden gefühlt heillos unterlegen ist. Hier muss man dann in den sauren Apfel beißen und grinden, was das Spiel unnötig in die Länge zieht und allerdings auch Nachteile mit sich bringt. Während man durch die Landschaft läuft und verzweifelt nach Munition sucht, während man sein Level weiter nach oben bringt, gibt es in der Urfassung von War of the Dead 2 schwerwiegende Fehler. Die PC-Engine-Version verspricht, dass der Charakter ganze 15 Gegenstände mit sich rumschleppen darf. In Wahrheit sind es allerdings nur 14, denn sollte man auch die dumme Idee kommen, mehr einstecken zu wollen, werden alle Gegenstände aufgrund eines Integer-Rechenfehlers aus dem Inventar gelöscht. Damit kann man vielleicht noch leben. Weitaus schlimmer sieht es mit den Erfahrungspunkten und dem Levelaufstieg aus. Sollte man so verrückt sein und mehr als 9.999 Erfahrungspunkte gesammelt haben, wird das Spiel aus demselben Integer-Rechenfehler eure gesamte Erfahrung wieder auf Null zurückstufen. Stundenlange Arbeit wird also binnen weniger Sekunden komplett vernichtet. Das Tolle an der Sache ist, dass die Entwickler wussten, dass die PC-Engine-Version komplett kaputt ist und haben sie trotzdem veröffentlicht, da man vermutlich weder Zeit noch Geld hatte, vor dem Release die Probleme aus der Welt zu schaffen. Um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, legte man dem Spiel einen Zettel bei, mit dem man sich irgendwie entschuldigen wollte, aber insgesamt war die Nachricht dann doch so zu verstehen, dass es sich hierbei um keinen Bug, sondern um ein Feature handelt. Die Leute müssen also ziemliche Arschkrampen gewesen sein. Wer sich also heute über völlig kaputte Spiele beschwert und behauptet, dass das in der Vergangenheit nicht der Fall war, irrt gewaltig. Zudem hatte man damals nicht mal die Möglichkeit, dank des Internet und irgendwelchen Updates das Spiel nach dem Release zu reparieren. Um diese Fehler kümmerte sich, wie anfangs erwähnt, das Team, dem wir ebenfalls die Fan-Übersetzung zu verdanken haben. Doch es gab da noch ein Problem, das sie nicht aus der PC-Engine-Version entfernen konnten, aber zumindest hat man versucht, die Schmerzen so gering wie möglich zu halten. In der PC-Engine-Version gibt es keine Möglichkeit mehr, seinen Spielstand zu speichern, aber zumindest waren die Entwickler so nett, ein handliches Passwortsystem einzupflanzen. Und wenn ihr euch nun fragen solltet, was an einem Passwortsystem so verdammt falsch sein soll, da man es damals auch in 50 anderen Spielen schon gesehen hat und eigentlich doch ganz gut funktioniert. Da habt ihr wohl nicht die Rechnung mit den Entwicklern der PC-Engine-Version gemacht. Anstatt ein Passwort mit vielleicht maximal 10 Feldern in das Spiel zu integrieren, dachte man, dass es vermutlich ganz witzig ist, wenn man ein Passwort aus 54 Stellen den Spielern ins Gesicht kackt. 4 und fucking 50 Stellen. Das ist länger als mein Wi-Fi-Passwort. Noch dazu besteht das Passwort aus einem Best-of von 128 Symbolen der beiden japanischen Systeme Hiragana und Katakana, in Kombination mit alphanumerischen Symbolen. Das ist mal benutzerfreundlich. Das Team der Fan-Übersetzer konnte das Passwortsystem nicht komplett reparieren, aber sie haben zumindest die 128 Zeichen im Menü von japanischen zu einer Reihe von Symbolen geändert, die für uns im Westen besser verständlich sind. Zumindest die Musik kann das Spiel retten. Mit seinen kräftigen Beats untermischt mit einem Hauch von Horrorklängen, verpasst es dem Spiel eine richtig gute Atmosphäre. Grafisch musste die PC-Engine-Version leider kräftig federn lassen, vermutlich weil eben auf der Speicherkarte nicht allzu viel Platz war. Hätte man das Spiel später auf CD-ROM veröffentlicht, sähe die Sache vermutlich komplett anders aus. Zumindest läuft das Spiel ziemlich flüssig. Aber die Qualität der Sprites war eben von dem, was man eigentlich auf der Konsole gewöhnt war, meilenweit entfernt. Auch wenn die PC-Engine-Version ein komplett kaputtes Spiel ist, sollte man es unbedingt mal gespielt haben. Erstens hat es eine englische Fan-Übersetzung erhalten, was somit den Zugang deutlich erleichtert, und zweitens ist es doch ein wichtiges Element für das Survival-Horror-Genre, wenn auch gleich die Umsetzung ziemlich kacke war. Aber es schlägt den angeblichen Urvater Sweet Home um stolze 2 Jahre und hat damit einen Ehrenplatz verdient.
Die komplett inkompetente Ausführung der Programmierung, die schlechte Grafik und der Fakt, dass man die weitaus bessere PC-88-Version so dermaßen verhunzt hat, macht die PC-Engine-Version eigentlich zu einem Fall für den Sondermüll. Aber alle, die schon mal Street Fighter 2 gespielt haben, wissen, dass es auf dem PC-Engine noch weitaus schlechtere Spiele gibt. Die Story ist natürlich absoluter Käse, aber der Kampf macht trotzdem ziemlich viel Spaß, wenn man sich an die Mechanik gewöhnt hat. Wer gerne Schmerzen mag, sollte unbedingt diese leicht dreckige Perle in seinen Emulator werfen. Es ist absolut kein Meisterwerk, aber definitiv eine echte Kuriosität, die man sich wenigstens einmal in seinem Leben zu Gemüte führen sollte. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.